Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Spiel im Mouse Only May. Wo ist die Maus? Ah, da ist die Maus. Wir machen das heute mal ein bisschen kürzer, weil das Spiel eigentlich gar nicht so spektakulär, aber trotzdem sehenswert ist. Offset heißt der ganze Spaß und es ist so, ja, eine Mischung, also es ist eine Mischung, ein entspanntes, entspannendes Puzzlespiel. Wo fangen wir denn mal an? Fangen wir einfach mal am Anfang an. Also prinzipiell hat man einfach immer sehr, sehr schöne Landschaftsfotos und hat so verschiedene Sachen, die man halt mit den Teilen eben machen kann. Halt wie freidrehen, stückweise drehen und so weiter und so weiter. Sodass man halt letztendlich das Bild immer wieder zusammenpuzzeln muss, was meistens nicht relativ schwer ist. Manchmal muss man schon ein bisschen drüber nachdenken, weil man auch nicht immer sofort alles sieht, was man machen muss. Also es ist jetzt nicht komplett anspruchslos, aber es ist eben auch nicht nennenswert schwer. Und am Ende gibt es halt eben immer ein hübsches Foto mit Info, wo das eigentlich ist. Wenn sich nämlich fragt, WTF ist das? Und also nicht nur what the fuck, sondern vor allem where the fuck? Offset verrät es einem. The Wave at Full Moon, USA. Und The Wave ist halt so ein Gebirge. Also so ein, ja, was heißt Gebirge? So ein Canyon-Dingsy. Okay. Und es ist auch nicht immer klar sofort, was man machen kann. Schiebe ich das jetzt oder ziehe ich das jetzt oder drehe ich das jetzt oder drehe ich einfach nur am Rad? Aber ihr seht schon, sonderlich schwer ist das meistens. Kommt das hier hin? Da kommt es hin. Und hier ist auch noch eins. Zack, ne? So. Eins vergessen? Oh ja, hier oben. Ganz dezent übersehen. So, das müsste es aber gewesen sein, ne? Ja, sehr schön. Chocolate Hills in den Philippinen. Okay. Also letztendlich sind es einfach immer sehr, sehr hübsche Landschaftsfotos. Und wenn man da einfach ein bisschen hübsche Fotos gucken will, ist das Spiel einfach super dafür. Das kommt da nicht hin. Ach so, das, ja. Ich glaube, da muss ich mich eher von außen ran. Achso, das passt dahin, dann passt das wohl dahin und das passt dann wohl dahin. Dann das noch so. Genau, also Naturally Formed Seahorse in Greenland. Da hätte ich jetzt ganz gerne mal einen Größenvergleich. Also ist das jetzt so groß wie mein Unterarm oder so groß wie ein Haus oder so groß wie ein Centstück? Ja. Yeah. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Ne? So. Und so. Und so. Und so. Nicht? So. Aha. Verdammt. Ach Gott, das muss man auch noch timen. Ist ja widerlich. Gott, ich glaube, da habe ich mir letztes Mal total abgebrochen mit dem Stück hier. Ich meine, ich weiß grundsätzlich, wo es hinkommt. Aber das Timing da habe ich irgendwie... Oh, okay, das war jetzt irgendwie einfacher als geplant. Ja, das sind die geheimnisvollen Penisstatuen in den USA. Wer sie nicht kennt, unbedingt mal vorbeifahren. Sind wunderhübsch. Ach komm, das passt da total super hin. So. Das... Was? Ach, das kommt dahin. Na, das lässt sich ja auch total super erkennen. Das ist wahrscheinlich hier. Das ist wahrscheinlich hier irgendwie. So, aha. Das ist... hier so. Und das ist... Hier. Grönland. Yay. Ja, so sieht es jeden März bei mir im Vorgarten aus. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Drehen und ziehen. Das ist ja... Könnte auch eine komplizierte Sextechnik sein. Oh Gott, das kann ich niemals aussprechen. Auf jeden Fall ist es in der Tschechischen Republik.
falls jemand Tschechisch kann und weiß, wie das ausgesprochen wird, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich habe nämlich echt so gar keine Ahnung. Zack. Zack. Und zack. Jetzt muss ich den Spaß hier nur noch richtig drehen. Yay! Sowas ist, also es ist schon ein bisschen kitschig, aber irgendwie auch ein bisschen geil. Schottland, okay, ich hätte jetzt fast eher auf Irland getippt. Gott, das kann überall sein. Es kann auch Herbst in Castrop-Rauxel sein oder ein Stuckenborstel oder so. Ich meine, weiß man ja nicht, oder? Also. Na? So. Nicht so? Bisschen höher? Ah, okay. Ach, scheiße. Ich schieb die Dinge auch immer genau dahin, wo sie dann im Weg sind. Und das kommt hier irgendwo hin, würde ich sagen, oder? Hier so? Nicht? Mehr so? Das passt doch total super. Warum ist denn das das nicht? Ah, okay. Ja, manchmal ist es auch ein bisschen Pixelfrickelei. Oh, die Toskana in Italy. Natürlich. Irr. Das ist hoffentlich nicht in meinem Vorgarten. Was? Ach so. Ja, jetzt... Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Also ich meine, natürlich passt das so nicht ins Bild, aber ich kann die Dinger doch auch gar nicht bewegen. Also ich kann doch nur das Äußere drehen, oder? Ja. Hä? Ach so. Ja, nu? Hä? Da werde ich gerade irgendwie nicht ganz schlau draus. Ja, ach. Vielen Dank für den Tipp. Ja, aber ich... Ich krieg es doch gar nicht los. Ich meine... Hä? Hä? Achso, das Schlimme ist, ich habe das Spiel schon mal durch. Aber ich... Hä? So, also ich sehe das doch gerade richtig, dass ich eben nur... Ah, Moment. Ich hab's gecheckt. Ich hab's total gecheckt. Tut mir leid, da stand ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ich muss natürlich die Rechtecke an den Hintergrund anpassen und dann die Kreise an den Hintergrund anpassen und das macht einfach erschreckend viel Sinn. Okay, da hätte ich auch vorher drauf kommen können. Geht doch. Der Anakrata... Der, was? Der Anakrakatau. In Indonesien. Okay. Was? Oh Gott. Ah, geil. Das könnte... Golden Gate Bridge, San Francisco? Oder so? Wäre jetzt so eine grobe Vermutung. Hier drüben. Hey, gut geraten. Und ganz ehrlich, Alter, vor Augenkrebs. Okay. Okay, das ist schon ein bisschen stumpf. Das ist jetzt einfach nur Klickorgie. Solange bis es passt. Ist aber echt hübsch. Ah, ja klar, Norwegen mit den ganzen Fjorden. Hätte man drauf kommen können. Es gibt schon echt hübsche Orte. Kann man nicht anders sagen. Ah, ich erinnere mich, das hat mich beim ersten Mal total verwirrt.
Gerade weil man sich denkt, Alter, das Ding, das ist doch das da, aber naja. Was denn, das war schon? Na toll, die USA. Das sind doch, also ja, na klar ist das in den USA, aber komm, da hätte man jetzt schon mal sagen können, Mensch, das ist hier wenigstens dem Bundesstaat. Also ich weiß ja nicht. Aber okay, prinzipiell, wer Bock hat auf hübsche Landschaftsfotos und Delfine. Nein, ist das ein Delfin oder ist das so ein hässlicher Irgendwas-Wal? Bin mir gerade nicht sicher, ob Delfine so viele Zähne haben. Gerade nicht sicher, ob sie so viele Zähne haben sollten. Achso, das muss wahrscheinlich alles der in die Mitte irgendwie. So und so und so. Schnell den Delfin zubauen. Der ist nämlich auch irgendwie ein bisschen gruselig, wenn ich ehrlich bin. Hurra! Und jetzt? Hallo? Ihr wollt mich doch verarschen. Okay, das erkennt man natürlich auch nicht. Dixie National Forest. Oh, apropos Dixie, da kann ich gerade doch mal einen raushauen. Entschuldigung, das Wortspiel war nicht geplant. Ich hatte mit Freunden auf dem Festival mal die sehr schöne Aktion Sätze, die man nicht auf dem Dixie hören möchte. Na, das ist ja auch anspruchsvoll hier. Und da kam ich neulich auf der Arbeit drauf, weil ich etwas drucken wollte an einem Etikettendrucker und es stattdessen am ganz normalen Drucker rauskam und ich mir auch gar nicht sicher war, was da auf einmal gedruckt wurde, weil es nicht das Etikett war, was ich haben wollte. Und ich sprach, was ist es und warum kommt es da raus? Und das ist definitiv auch ein Satz, den man nicht auf dem Dixie hören möchte. Woraufhin ein Freund aber auch noch erwiderte, dieser Satz, also was ist es und warum kommt es daraus? Dieser Satz ist nicht nur auf dem Dixie wirklich episch, der wird nämlich erst richtig episch im Kreissaal. Und das ist schon so ein bisschen bitter. Ach komm, jetzt muss ich hier echt alles wegradieren. Okay, ich muss wahrscheinlich nur die Eckteile freilegen. Reicht das? Reicht das? Reicht es nicht? Ich bin mir nicht sicher. Hallo? Passiert hier noch was? Ja. Kack in den Traktor. Na komm. So, der war doch quasi schon richtig und den noch dahin. Das sieht irgendwie aus, als würde es da nach Schwefel riechen. Highly Toxic Volcanic Lake. Ja, super. Mit dieser liebevollen Landschaft, wo man doch glatt einmal seine Zelte aufschlagen möchte. Boah, was? Es wird wahrscheinlich unfassbar nach Furz riechen. Ja, mit diesem wunderbaren Fleckchen von unserem Planeten verabschiede ich mich für die heutige Folge. Morgen gibt es ein weiteres Maus-Only-Spiel. Wie viel ist denn heute überhaupt? Der 19. Und das heißt, es stehen immer noch 11 aus. Wow. 12 sogar, wenn ich mich jetzt nicht verrechne. Moment. Ja, Gehirn. Ja, 12, in der Tat. Oh Gott, wo soll ich die denn noch alle hernehmen? Also ein paar coole Spiele habe ich natürlich noch im Petto, aber da muss ich, glaube ich, noch mal ein bisschen graben. Okay, morgen wird es aber auch definitiv wieder actionreicher. Dafür vielleicht nicht ganz so hübsch. Gucken wir mal. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen angenehmen Tag und bis demnächst. Macht's gut, haut rein und tschüss.